Der SV Blau-Weiß-Zorbau spielt nach einem Jahr Abstinenz wieder in der Oberliga. Zum Auftakt am Freitagabend kam der Vorjahresfünfte Union Sandersdorf zu Gast. Markus Dörfer, der neue Cheftrainer der Zorbauer, bestritt sein erstes Oberligaspiel als Cheftrainer. Wie sah es mit der Aufregung aus? Das erklärte er uns in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Das kann man jetzt natürlich sagen. Also Anspannung ist bei mir immer da. Also jetzt vielleicht nicht bei den Testspielen, aber so eine gewisse Grundanspannung brauche ich auch. Sonst würde was nicht funktionieren. Auch die war ohne Frage. Ja. Das war auch, kann ich ja so offen sagen, das war auch das, was mich vor dem Spiel ein bisschen nervös machte. Dass ich gemerkt habe, dass unsere Spieler sehr angespannt waren. Ich will nicht sagen ängstlich, aber angespannt. Und Sandersdorf kam hierher, für die ist das eine Situation, nicht das erste Mal, aber die Spieler hatten einfach Bock, Fußball zu spielen und das war schon ein Unterschied. Deswegen war ich sehr positiv angetan von unserem Start, dass wir da sofort im Spiel drin waren. Aber ja, jetzt so viel anders war das auch nicht. Jetzt hatte ich meinen Plan, es war jetzt nicht viel anders wie auch als Co-Trainer. Muss ich auch sagen, ich hatte meinen Plan, wir sind unseren Plan dann durchgegangen, aber Einspannung war da. Mit einer schönen Einlauf-Choreo ging es dann auf den Platz. Zorbau, traditionell in Blau-Weiß gekleidet, spielte mit einer stark verjüngten Mannschaft. Die Unioner in Grün gekleidet hatten auch einige Ab- und Zugänge zu verzeichnen. Der Schiri Florian Thomas pfiff die Partie pünktlich um 18.30 Uhr an und damit begann die Oberliga-Saison 2024-25. Wer gedacht hat, dass die beiden Mannschaften sich erstmal abtasten müssen, hat falsch getippt. Denn die Zorbauer gingen voll auf Angriff und nach 3 Minuten gab es schon die ersten Torchancen auf Seiten der Zorbauer. Mit der Aggressivität hatten die Unioner nicht gerechnet und wurden kalt erwischt. Mit Neuzugang Erik Exner, einem ehemaligen Sandersdorfer, ging es schnell über die rechte Seite und mit einem Ball in den Rückraum, wo Niklas Neuhaus, ein weiterer Neuzugang, schon wartet und mit der Innenseite zum 1:0 einschiebt. In der 23. Spielminute bekommt der Kapitän Stefan Rassmann den Ball auf der halbrechten Seite Höhe Mittellinie und sieht den startenden Stürmer Marx in der Spitze. Mit einem klasse Ball bedient er den Stürmer, welcher im 1-gegen-1 den Torwart überwindet und auf 2:0 erhöht. Die Gäste aus Sandersdorf kamen danach immer besser ins Spiel und tauchten vermehrt im Strafraum auf, allerdings ohne größere Chancen. Bis auf die 30. Minute, denn da hatten die Unioner eine Ecke, die nach Kopfballverlängerung durch den 5-Meter-Raum segelt und am zweiten Pfosten einen Abnehmer findet. Der Spieler rechnet nicht damit, dass der Ball durchkommt und kann ihn deswegen nicht einschieben. Bis zur 45. Minute passierte wenig auf beiden Seiten, doch als der Stürmer Griesbach den Ball in den Lauf gepasst bekommt, stürmt Keeper Kostal raus. Der Stürmer war schneller und konnte den Ball noch in die Mitte zu seinem Teamkollegen passen. Wonneberger zieht mit einer Gegenbewegung am Verteidiger vorbei, aber dieser lässt das Bein stehen und es kommt zum Kontakt. Der Sandersdorfer lässt sich fallen und der Schiri, der die Partie gut im Griff hatte, pfeift zum Strafstoß. Das war die Chance auf den Anschluss für Sandersdorf, aber Zlatan Kostal hatte was dagegen. Denn dieser spekuliert richtig und fischt den Ball aus der rechten unteren Ecke. Das war die erste Halbzeit. Und eines kann ich sagen, die zweite Halbzeit bot den Zuschauern genauso viel Spannung und Drama. Der Sandersdorfer Trainer brauchte auf jeden Fall die richtigen Worte, um hier noch das Spiel drehen zu können. Allerdings passierte in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit nicht allzu viel. Denn Zorbau lauerte auf einen Konter, um auf das 3:0 erhöhen zu können. Die Gäste aus Sandersdorf hatten jetzt viel mehr Ballbesitz und kontrollierten die Partie. Die Zorbauer Defensive stand dem Sandersdorfer Offensivdruck lange stand und hielt die Null. Die Gäste versuchten immer und immer wieder durch die Ketten der Zorbauer zu kommen, aber dies war vergebens. Mittlerweile waren die letzten 10 Minuten angebrochen und Sandersdorf bekommt einen Freistoß mittig aus gut 20 Metern. Die Nummer 21 nahm sich direkt den Ball und trat an. Mit einem gut platzierten Schuss ins vermeintliche Torwarteck schlägt er den Zorbauer Keeper und machte damit das Spiel wieder heiß. 5 Minuten nach dem Anschlusstreffer bekamen die Gäste wieder einen Freistoß. Dieses Mal hat Till Schott das Foul begangen und bekam dafür die gelbe Karte. Der Freistoß fliegt weit auf den langen Pfosten, wo ein Sandersdorfer Spieler den Ball gezielt in Richtung des kurzen Pfosten köpft, wo 2 Spieler der Union blitzeblank stehen und sich nur noch ausmachen müssen, wer denn das Tor schießen soll. Am Ende machte es der 25-jährige Pascal Panier und schoss somit das 2:2. Das war dann auch die letzte nennenswerte Aktion des Spiels, womit die Zorbauer nach der ersten Hälfte wohl eher enttäuscht als zufrieden waren.
In der Pressekonferenz nach dem Spiel hatten wir nochmal die Möglichkeit, dem Trainer Markus Dörfer zu fragen, ob Sandersdorf besser aus der Kabine gekommen ist. Ja, natürlich, zweite Halbzeit, da war jetzt nicht mehr allzu viel von uns da. Da haben wir es nicht mehr geschafft, so den Fußball aus der ersten Halbzeit zu spielen, ohne Fahrer. Da waren wir oft einen Schritt zu spät, erste, zweite Bälle, dann mit dem hohen Pressing. Das ist ja auch der Grund, wieso wir so hoch attackiert haben und so hoch gespielt haben, weil das ist ja dann auch passiert in der zweiten Halbzeit. Wenn wir mit den jungen Spielern, mit den Kadern, den wir zur Verfügung haben, in einem zu größeren Zeitraum in die Situation kommen, nur das eigene Tor zu verteidigen, also die eigene Box, dann wird es einfach für uns brutal schwer. Am Ende war es ein leistungsgerechtes Unentschieden und damit teilten sich die beiden Mannschaften die Punkte. Für den SV Blau-Weiß Zorbau geht es nächste Woche zu dem Fußballclub aus Grimma und die Union aus Sandersdorf darf die Wismut aus Gera auf heimischen Rasen begrüßen.